Camino Franconés, Etappe 1 von Bayreuth nach Kreußen. Am Ostermontag 2019 beginne ich meine erste Etappe auf dem Jakobsweg überhaupt. Vom Haus vom Pfarrer Thein laufe ich zu Fuß in die Innenstadt von Bayreuth. Mein Ziel ist die Dreifaltigkeitskirche, wo ich mir meinen ersten Pilgerstempel holen möchte. Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht. Die Sonne scheint und die Stadt ist menschenleer. Vor der Kirche treffe ich auf den Obeliskenbrunnen, der nach fränkischer Tradition für Ostern geschmückt ist. Als ich an der Dreifaltigkeitskirche ankomme, stelle ich fest, dass diese erst um 9 Uhr öffnet. Da ich aber nicht ohne den Stempel dieser Kirche loslaufen möchte, beschließe ich, bis 9 Uhr die Stadt zu erkunden und noch einen Kaffee zu mir zu nehmen. Ich laufe durch die Straßen, aber nirgendwo hat ein Café offen. Schließlich finde ich ein Steakhouse, wo eine Angestellte gerade beginnt, die Tische herzurichten. Sie bittet mir an, einen Kaffee zu machen, was ich dankend annehme. Anschließend gehe ich in Richtung der Region von Oberfranken. Von dort aus geht es gegenüber in den Hofgarten. Der Park erinnert mich ein bisschen an den englischen Garten in meiner Heimatstadt München. Gegen 9 Uhr wende ich meine Schritte wieder Richtung Dreifaltigkeitskirche und komme am Haus des Philosophen Jean-Paul vorbei. An der Kirche sehe ich einen Mann, der gerade aufschließt und kann endlich eintreten. Ich finde die Stempelstelle mit Informationen über den fränkischen Jakobsweg. Hier hole ich mir meinen ersten Stempel für den Pilgerausweis. An einer Säule sehe ich eine Statue des heiligen Jakobus aus dem Mittelalter. Hier sieht man eine Karte des Jakobswegs von Hof nach Nürnberg. Ich verlasse die Kirche und treffe auf das berühmte Festspielhaus. Um die Ecke laufe ich an der jüdischen Synagoge vorbei. Ich überquere eine große Straße und gelange auf einen Fußweg, der mich dem Lauf des Roten Mains folgend aus der Stadt führt.
Hier hat die Stadt Bayreuth ein Naherholungsgebiet geschaffen. Gegen 11 Uhr komme ich an der Kirche St. Johannes vorbei. In der Kirche gibt es neben einem Taufbecken in Muschelform einen weiteren Stempel für meinen Pilgerausweis. Weiter geht es zur Eremitage. In einem kunstvoll verzierten Café nehme ich einen Pilgerimbiss in Form eines Cappuccino und ein Stück Kuchen zu mir. Nachdem ich mich gestärkt habe, verlasse ich die Eremitage Richtung Süden. Der Jakobsweg deckt sich hier mit dem sogenannten Rotmainweg, der durch ein rotes M auf weißem Grund markiert ist. In der Magdalenenkirche informiere ich den Pfarrer, dass vor seiner Tür der Jakobsweg vorbeiführt. Einen Stempel gibt es hier nicht. Durch Wiesen und Wälder geht es weiter. Gegen 13 Uhr komme ich zum Biergarten Schlehenberg. Der hat geschlossen, was mich ziemlich ärgert, weil es sonst weit und breit kein Wirtshaus gibt und da ich einen Bärenhunger habe. Eine alte Dame hat Erbarmen mit mir und kredenzt mir zuerst ein alkoholfreies Weißbier und dann eine Brotzeit aus belegten Broten. Weiter geht es auf wunderschönen Wegen Richtung Kreußen. An einer Stelle unterquere ich einen Baum, der quer über dem Weg liegt. Gegen 15 Uhr stoße ich auf das erste Ortsschild von Kreußen. Der Ort zieht sich allerdings ziemlich in die Länge und ich komme erst gegen 17 Uhr bei dem Landgasthof an, in dem ich heute übernachten will. Als ich mir ein Weißbier bestelle, sagt die Bedienung zu mir: "Bestellen Sie gleich noch eins, wir machen gleich zu." Notgedrungen beziehe ich mein Zimmer, dusche und wasche erstmal meine Kleidung und hänge sie an meiner Pilgerwäscheleine auf. Nachdem alle Wirtshäuser in Kreußen zu haben, bestelle ich mir eine Pizza etc. für 35 Euro in Bayreuth. Und ich dachte, den Göffel brauche ich eh nicht. Nachdem ich über 2 Stunden mehr durch Bayreuth gelaufen bin, komme ich in Summe auf 32 Kilometer Laufstrecke, obwohl die Etappe eigentlich nur 20 Kilometer lang ist. Wie es weiterging, seht ihr im nächsten Video vom Camino Franconese.